und spielt so ein bisschen gegen so eine Wand. Es gibt 25.000 Schauspieler. Es wird nicht jeder den Durchbruch schaffen. Das da vorne ist die Berliner Schauspielschule Ernst Busch, die wahrscheinlich renommierteste Schauspielschule im deutschsprachigen Raum. Über 1.000 Bewerber gibt es hier jedes Jahr, von denen werden nur ca. 25 genommen. Und einer, der das geschafft hat, ist Jan. Ihn werde ich gleich treffen, denn ich glaube viele, und da würde ich mich selbst dazu zählen, denken bei Schauspielern erstmal an roten Teppich und irgendwelche Millionengagen. Aber als ich mich für diesen Film ins Thema eingelesen habe, habe ich schnell gemerkt, dass es oft auch ja, ganz anders aussehen kann. Und genau deshalb werden wir Jan begleiten. In seiner Schauspielschule und bei Proben und bei seinem ersten großen Casting-Vorsprechen. Denn ich möchte wissen, wie ist das wirklich, Schauspieler zu werden? Jan, hey. Grüß dich, Tim, hi. Hey, schön, dich kennenzulernen, Mann. Ja. Schön, dass ihr hergefunden habt, trotz Baustelle. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir dich begleiten dürfen. Gar kein Problem, hi. Sollen wir direkt rein? Gerne. Perfekt. Ja. Ist ja ein crazy Gebäude von außen. Wahnsinn. Wie muss ich mir hier so eine Schauspielausbildung vorstellen? Das erste Semester ist das Grundlagensemester, heißt das. Da lernt man so ein paar Grundlagen, da macht man viel so Improvisationsspiele und baut sich so die ersten kleinen Szenen selber. Und das, was dann da sozusagen erlernt wurde, wird dann in den weiteren Semestern in sogenannten Szenenstudien weiter vertieft, was dann am Ende vorgespielt wird. Mhm. Das ist dann der Großteil des Studiums. Und daneben laufen dann natürlich noch andere Unterrichte. Also es gibt Sprecherziehung, im Unterricht natürlich, dann gibt es viele Bewegungsunterrichte. Wir haben Aikido gehabt, Fechten, Akrobatik und dann gibt es aber auch theoretische Unterrichte noch. Ja, das ist so ein großes, im Grunde genommen das Paket, was hier einem mitgegeben wird. Wahnsinn. Fühlst du dich jetzt, wo du gerade stehst, schon bereit für die große Schauspielerei, für die Branche? Ja, nein, also ich glaube, das kann man nicht so richtig, das wird sich dann rausstellen, inwieweit man, ob man da bereit für ist. So richtig fertig ist man ja eigentlich auch nicht, sollte man ja auch irgendwie nicht wirklich sein. Es geht ja darum, irgendwie immer ein Stückchen weiterzukommen und das ist jetzt so ein Zwischenstand, in dem man quasi auf die Leute losgelassen wird. Jetzt hatte ich letztens eine Studie gelesen, in der es dann hieß, dass über die Hälfte der Schauspieler, ich glaube, weniger als 20.000 Euro brutto verdient im Jahr. Und das ist ja irgendwie so eine Menge, wo teilweise auch Leute gar nicht irgendwie von leben können. Mhm. Wie guckst du da drauf? So, was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? Naja, also ich, ja, es ist so, wie es ist. Also ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass das eine Leidenschaft ist, der man entweder nachgeht oder halt eben nicht. Mhm. Und dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass es klappen kann oder halt eben nicht. Also das ist ein so ein Raum, wo ihr dann normalerweise dann eure Proben habt zum Beispiel. Genau, das ist jetzt Puppenspiel, Kunst und Schauspiel. Die teilen sie sich. Oh, hier arbeitet scheinbar jemand. Na, Licht. Das ist einer der mittleren Größe. Es gibt noch kleinere und es gibt aber auch noch deutlich größere. Dann sind die auch noch unterschiedlich gestrichen. Mal schwarz, mal weiß, mal hat man eine Blackbox, mal nicht. Du hast jetzt gleich auch eine Probe, aber man muss es, glaube ich, jetzt mal ein bisschen erklären. Das ist jetzt keine normale Probe für irgendeinen Auftritt, sondern das ist eine Probe für das sogenannte zentrale Vorsprechen. Genau. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das quasi eine Gelegenheit für euch, wo sämtliche deutschsprachigen Hochschulen ihre Schauspielabsolventen hinschicken, wo ihr dann quasi vor Fachpublikum vorspielen könnt. Genau, es ist quasi wie ein großes Vorstellungsgespräch. Es geht eine Woche lang. Und da stellt man sich dann genau dem Publikum so ein bisschen vor und hofft darauf, dass dann hinterher das Telefon klingelt und jemand sagt, wir hätten Lust mit dir zu arbeiten. Und dann wird man nochmal eingeladen zu einem externen Vorsprechen direkt ans Haus. Ich bin sehr gespannt, wieder so eine Probe. Ich muss mich langsam auch fertig machen, meine Kollegen scharren schon mit den Hufen, also wir sehen uns dann gleich drin. Okay, perfekt, sehr gut. Ich habe mich schon in Schale geworfen, damit ich direkt losdrehen kann. Ja, cool. Also, dürfen wir einmal kurz reinfilmen? Jemand nackt? Nee, okay. Nee, ne? Oh Gott. Aber damit muss es auch genug sein. Ja, ja, schon gut, schon gut. Und, was meinst du, wie lief's? Okay. Ja? Ja.
Also es ist wieder ein bisschen was Neues passiert. Das ist immer ganz schön, dass es sich nicht so ganz so einrostet. Ich bin zufrieden damit. Also es ist jetzt ein Probenstand. Ich meine, so eine richtige Aufführungssituation lässt sich mit so drei Zuschauern ja eh nicht herstellen. Ja, klar. Insofern schauen wir mal, was nächste Woche kommt. Dann würde ich mich jetzt erstmal für heute für dich bei dir verabschieden. Und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag, also in einer knappen Woche wieder. Und ich hoffe, dass bis dahin die Aufregung nicht allzu sehr steigt. Ganz klar. Und dann bin ich echt gespannt, wie es dann beim zentralen Vorsprechen wird. Ja, ich auch. Bis dann drücke ich die Daumen, dass alles noch klappt. Ja, bis dann. Ja, hau rein, danke dir. So. So, da sind wir. Eine Woche ist rum und heute ist der große Tag. Und zwar genau da drin im Rheinischen Landestheater im Neuss. Jan selbst ist allerdings noch nicht da, der müsste so in einer guten Stunde kommen, weil der erst heute Mittag dran ist. Wir gehen aber trotzdem schon mal rein, denn parallel zum zentralen Vorsprechen findet hier drin ein Workshop statt. Und zwar ein Workshop von sogenannten Casting Directors. Das sind Leute, die quasi, ja, deren Job es quasi ist, Castings zu veranstalten und Rollen an Schauspieler zu vergeben. Und wenn hier schon mal Leute rumlaufen, die quasi einen tiefen Einblick in die Branche geben können, dann versuche ich doch auch, mir mal einen von denen zu schnappen. Was würden Sie sagen, wie hart ist die Branche wirklich für die Schauspieler oder auch generell die Arbeitsmarktsituation für die Schauspieler? Also sagen wir mal so, insgesamt finde ich, ist es natürlich nicht ganz einfach für Schauspieler, das stimmt. Das fängt schon damit an, dass insgesamt das Geld in der Filmbranche weniger geworden ist. Auf der anderen Seite wird gerade im Moment oder seit letztem Jahr einfach sehr, sehr viel gedreht, meinem Eindruck nach. Und von daher ist es eigentlich ganz okay. Klar, es gibt 25.000 Schauspieler, es wird nicht jeder den Durchbruch schaffen, das ist so. Es ist ja auch bei Schauspielern oft so, dass die eben dann auch mal Zeiten haben, wo sie eben keine Engagements haben. Können Sie so grob beziffern, wie viele von den Schauspielern auch dann manchmal in die Lage vielleicht rutschen, Arbeitslosengeld oder Hartz IV zu beantragen? Also ich glaube, dass in den Zwischenzeiten, wo ein Schauspieler nichts hat und dann Arbeitslosengeld beantragt, also der Prozentsatz ist relativ hoch. Also nicht über das ganze Jahr, aber schon streckenweise. Das gibt sehr viel. Wie wichtig ist denn dieses zentrale Vorsprechen hier für die weitere Karriere vielleicht auch? Also welchen Stellenwert hat das? Also das Vorsprechen ist, glaube ich, extrem wichtig, weil das die erste Möglichkeit ist für Sie, sich mehr oder weniger öffentlich vorzustellen und sich zu präsentieren und da eben Ihren ersten Job zu bekommen. Jetzt hat Janni hat geschrieben, in 5 bis 10 Minuten ist er da. Moin! Na? Wie ist es? Wie ist die Stimmung? Ja, ganz gut. Also wir haben irgendwie das größte Auto gemietet, das wir irgendwie bekommen konnten scheinbar. Und jetzt versuchen wir uns hier gerade ein bisschen zu orientieren und zu gucken, wo wir... Wir haben halt hinten die ganzen Requisiten drin. Wenn ich irgendwie helfen kann oder sowas, ne? Gerne. Träumchen. So, mal ein bisschen anpacken hier, ne? Hat man vor so einem Auftritt irgendeine Art irgendwie Ritual, was man irgendwie vorher durchgeht, im Kopf oder körperlich irgendwie aufwärmen oder irgendwas? Ich mache mich gleich einfach erstmal ein bisschen warm, ich muss noch mal ein bisschen wach werden. Okay. Und alles andere, also ich habe da jetzt kein festes Ritual, immer so ein bisschen das, was ich brauche. Hier sind unsere Schauspieler. Mhm. Chaka, chaka. Bums, bums. Jan hat heute 2 Auftritte. Das gerade ist der erste. Da wollen wir jetzt aber nicht stören, sondern wir stoßen jetzt gleich zum zweiten hinzu. Aha! Die Blumen waren aber heute Nacht noch nicht hier! Ja, Hedda! Du sollst dich doch nicht so verausgaben! Bedenke, du! Du hast zugelegt! Was ist denn los? Ist es nicht Zeit für Punsch? Ausgezeichnet. Ausgezeichnete Idee, Herr, da wo ich mich doch gerade in einer so beschwingten Stimmung befinde. Bitte, Herr Löfburg, das Gleiche gilt auch für Sie. Nein, danke, für mich nicht. Ich trinke nicht mehr. In Schönheim-Heiland! Schrei doch nicht so.
ist ein bisschen strange. Ist immer eine ganz spezielle Art von Publikum. Wenn man weiß, da ist ein Publikum, was einen nicht einfach anguckt, um irgendwas zu sehen, sondern immer gleich in so einem bewertenden Charakter drin ist und sich überlegt, und ja, nee, man spielt so ein bisschen gegen so eine Wand. Da kommt irgendwie nicht so richtig viel zurück und da muss man sich drauf einstellen und dann damit halt sich irgendwie an seine Partner halten. Aber es ist auf jeden Fall ein komisches Vorspiel. Okay, aber das heißt, das kann jetzt noch irgendwie ein paar Tage bzw. ein paar Wochen noch dauern, bis ihr da irgendwie... Monate. Also das kann bis ins Frühjahr, wenn man, ja, bis ins Frühjahr gehen, irgendwie die Planung. Ja, aber Jan, dann lass uns auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Dass wir wollen natürlich wissen, wie es jetzt weitergeht und ob da jetzt irgendwie Rückmeldung kommt, ob da Leute auf dich zukommen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir so eng dabei sein durften, dass du uns ausgehalten hast. Ja, nee, war ja schön. Und es war super spannend und ich wünsche dir alles, alles Gute. Drück weiterhin die Daumen und dann lass uns in Kontakt bleiben und dann hören wir noch aufeinander. Sehr gerne. Ja, Jan. Willkommen nach Hause. Mach's gut. Ciao. Knapp 4 Wochen ist das zentrale Vorsprechen mittlerweile her. Wir sitzen jetzt hier und schneiden den Film und wollen jetzt natürlich ein letztes Mal nochmal bei Jan nachfragen, wie die Lage ist. Also ob er irgendwas nach dem zentralen Vorsprechen gehört hat, ob sich jemand bei ihm gemeldet hat. Und dafür rufe ich ihn jetzt noch ein letztes Mal an. Hallo. Hi Jan, hier ist Tim von Reporter. Grüß dich. Hi, moin. Na, wie ist es? Hi. Ganz gut soweit. Wie ist jetzt bei dir die Lage? Also hat sich irgendjemand bei dir nach dem zentralen Vorsprechen schon gemeldet? Also so ein paar Anrufe sind eingegangen und E-Mails. Bevor es jetzt nicht in trockenen Tüchern ist, möchte ich das natürlich jetzt nicht rausposaunen, aber es sieht sehr gut aus. Ich war letzte Woche bei einem Vorsprechen und habe mich da sehr wohl gefühlt und die waren auch sehr zufrieden. Und es muss noch quasi ein finales Ja dazu geben, aber es sieht so aus, als wenn ich untergekommen wäre doch. Ja, oh Mann, krass. Dann erstmal dir schon mal an dieser Stelle Glückwunsch, soweit man das sagen kann. Und wir wünschen dir dann erstmal weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, krass. Also ich finde, das klingt schon mal ziemlich gut, auch wenn Jan jetzt immer noch auf die finale Zusage warten muss. Aber ich glaube, Jans Fall beschreibt eigentlich ziemlich gut, was es bedeutet, Schauspieler zu werden. Nämlich, dass man eigentlich immer so eine gewisse Unsicherheit hat, wie es eigentlich beruflich weitergeht. Und dass es eigentlich fast egal ist, wie gut oder wie erfahren man ist, sondern eigentlich nie wirklich festen Job hat und auch ja, ständig sich mit der Frage beschäftigen muss, wie es beruflich weitergeht. Und das ist mir nochmal bewusst geworden, dass diese Ungewissheit und auch dieser Druck, sich auch gegen eine große Konkurrenz ständig durchsetzen zu müssen, einfach zur Schauspielerei dazugehört, was ich persönlich ziemlich belastend fände, glaube ich. Wir halten euch in den Kommentaren auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es jetzt bei Jan final dann ausgehen wird. Ansonsten habe ich euch hier noch einen Film verlinkt, in dem ich Merlin begleitet habe, der Balletttänzer werden will. Also schaut auch da gerne einmal rein. Ansonsten war es das von mir und wir sehen uns.